So, willkommen zurück zu Undertale, der vermutlich letzten Episode. Wir sehen, dass auf dem Titelbildschirm sich einiges geändert hat. Neben Toriel und Papyrus haben wir jetzt auch noch Dr. Askyr und Alphys, Dr. Alphys und Undine da und Ortholanches ist bestimmt Saw dann. Und was wir machen wollen ist, wir wollen nochmal Dr. Alphys besuchen gehen. Tammy Boat. Okay. Auf ins Labor. I know what you did. Das ist ja niedlich. Das heißt, Undine hat eine Teetasse in Fischform und hier steht eine Teetasse in Form einer gelben Eidechse. Klar. Okay. Ich dachte, das ist eine Toilette. Okay. Okay, ich fahre jetzt erstmal hier nach oben. Eine Spezialtoilette, wie bei dem Bud Spencer und Terence Hill Film. Oh. Huh, wo sind wir denn jetzt? Oh. Huh. Die
künstliche Erschaffung von Seelenpower. Klingt nicht wie etwas, was wir machen wollen. The will to keep living. Determination. Hier extra noch, war noch ein extra Dungeon. Das echte Labor. Okay, die Körper von gefallenen Monstern. Entschlossenheit einflößen. Stimmt halt. Entschlossenheit in Seelen einbringen. Reden. Okay, und warum sind die nicht zu Staub zu fallen? Sticky. Was ist denn das? Oh. Oh, sieht ja nicht sehr gut aus. Hat gar keinen Namen. Hat die gleichen
brechen wir viele wie ich. Hier ist Bad Memory in meinem. Erstmal Junk Food. Ach, ärgerlich. So, dann wollen wir das Bad Memory benutzen. Toll. Glück gehabt. Sieht richtig spaßig aus, was ihr da macht. Ach, jetzt habe ich das verstanden. Da, wo die Punkte sind, tauchen die Gesichter auf. Okay, gut. Batterien? Das ist ja eklig. Ah, Memory Head, ah. Okay. Ein ungewöhnlicher Kampf. Was liegt da? Oh. Ich gehe mal zurück und hol mir mal was essen. Und noch die Frage, wie man Entschlossenheit in Seelen injizieren möchte und warum die Monster nicht zu Staub zerfallen sind. Na, wollen wir mal schauen. Oh. Okay, bedeutet das, dass das jetzt... Ah, die rote Power ist also an, oder was? Die rote Power. Wer kennt's nicht? Sagen wir mal, der Stromkreis mit der roten Markierung ist jetzt betriebsbereit. Ja, sieht gut aus. Oh, es ist gruselig.
lege ich mich da mal gleich drauf, aber jetzt noch nicht. Und die Uhren gucken. Natürlich. Okay. Oh, oh. Oh, das ist gruselig. Ich warte jetzt ab, bis es mich berührt. Vorsicht. Oh. Na, das ist niedlich. Ganz schön umfangreich, ja. Wie, was? So einladend hier. Oh. Okay, ich will da nur ganz langsam rangehen. Sonst ist da nichts. Oh, achso, der Eintrag 4 haben wir verpasst. Tapes? Okay, bin mal gespannt, was das für Tapes sind. Unter den Bettlaken, okay. Oder Bettdecken. Hat Sticky Ones? Ja, dann mal los. I don't like this idea, Sandy. What? No, I'm not. Big kids don't cry. Ja, es ist gut, dass sie in die Kamera guckt, weil ich auch ein bisschen verwirrt bin jetzt. Dann gucken wir mal Tape 1. Story, wake up. What is it, dear?
Aubergine. Das ist witzig, ich wollte eigentlich erst Karotten sagen, na gut. Edamame. Edamame. Ich weiß nicht, was das für ein Gemüse sein soll. Noch so ein Eltern werden Witz. Bursudel. Momeranian. Famous Momedian. Oh, das sind ja Toriel und Askö. Ich muss erstmal die Verbindung aufbauen. Sally sind ja wir. Guck noch mal Tape 4, weil ich das nicht richtig verstanden habe. Okay. We will free everyone. Was hat es denn mit den Blumen auf sich? Sandy, can you hear me? We want you to wake up. Du musst entschlossen bleiben, Sandy. Thank you.
6, right? We just have to get 6 souls. Das habe ich mir schon gedacht. Smells like sweet lemons. Sieht auch eklig aus. Limonenbrot. Ich kann hier nicht die normalen Sachen auswählen. Also check, es steht nicht zur Verfügung. Welcome to my special hell. Ich schreie, niemand kommt. Stay here with me. They all say. Also ich habe schon gerufen, geschrien, geweint. Okay. Summen bringt Wasser. Potato chips. Gruselig. Okay. Dann summen wir vielleicht nochmal. Okay. Do you think I'm pretty? Okay. Let this be goodbye. Ungewöhnlich. Determination Extraction Machine. Ganze Infos, die mir hier entgehen. Ich muss erstmal Strom anschalten. Wo hat er denn die Determination her? Aus den Seelen? Aus dem Garten. Und
dann hat er sie extrahiert und in die Monsterleichen verfrachtet und die sind dann wieder zum Leben erwacht. Ja, vielleicht verschwindet der Nebel dann. Oh nein. Amalgamate. Erstmal checken. Das glaube ich. Oh, it smells like... Oh, das habe ich jetzt verpasst. Was ist... Ich weiß immer nicht, was Beckern ist. Ah. Bull. Okay, dann muss ich vielleicht erstmal streicheln. Streicheln, nicht spielen. Oh. Okay. Dann. Okay, kratzt an die Wände, aber... Na. Was weitergeht, muss ich aber jede Menge Kartoffelchips kaufen. Stöckchen, hol Wäffchen. Stage 1 Happiness Froth. Okay.
Aber falsch rum Pfeile kannst du noch schießen, oder sind das Nelken? Was kann ich jetzt noch machen? Ignorieren oder was? Endogenie ist contented. Contented. Die Einheit, Endogenie, das ist zufrieden, die Einheit ist zufrieden. The glasses doesn't do anything. Ich muss jetzt erstmal zurück Potato Chips kaufen. Das ist runter. Aha. Dann gehen wir mal nach links. Da sind wichtige Informationen für uns. Mit den Monstern. Oh. Fünf Nachrichten von Esgur. Esgur. Oh, das ist das Fest hier, was auf dem Schreibtisch steht. Thanks, Esgur. Empty, aber wackelt, ja? Warum? Ich wollte gerade sagen, ich gucke mal die anderen. Oh, schon wieder ein Monster. Oh, es sind zwei von diesen Rüben, glaube ich. Amalgamate. Also das ist, glaube ich, eine... Das sind so Mischmonster scheinbar. Was ist Heckle? Ach, das ist ganz schön schwierig, die Ausdrücke, die wir hier verwenden. Zwischenrufen. Hm. Okay.
Okay, Es ist so kalt, ja. Oh nein. Nee, auf keinen Fall. Gut. Na? Köln. Oh, ist der grüne Schlüssel, den habe ich ja zum Glück schon. So, eins noch. Und hier ist noch der wackelnde Kühlschrank. Na, was ist denn mit den Monstern jetzt? Was war der Plan von... Ich habe leider den Namen von dem Sohn vom König vergessen. Ah. Unangenehm. Auf jeden Fall dem Sohn und der Menschentochter. Okay, ein Gefäß. Was für ein Gefäß nehmen wir denn am besten? Ah. Eine Blume. Das ist der Trick. Das ist die Begründung dafür, dass die Blume sich so benimmt. Oh nein. Die Blume konnte auch speichern. Oh nein, oh nein. Das ist auch ein Monster plus mehr. Oh. Was? Oh, hallo. Oh. Oh nein, das ist eklig. Komm mal, recognize es. Oh, das ist gruselig. Ich glaube, ich muss hier erkennen, was für Monster das mal waren, aber das ist schon so lange her. Vielleicht Prey? Ja, ist gut. Ich habe das Original Monster nicht entdecken können, aber es ist dieses kleine... Das kleine Schwebeelfe. Ich
dann nochmal Misty Fall vielleicht. Also scheinbar reicht es, wenn man das eine findet und das dann nochmal macht. Oh ne, doch nicht. Ich meine, der Text war schon neu, aber... Ne, das bringt, glaube ich, nichts mehr. Reaper Bird. Cold. Achso, der Fridge, okay. Hab ich ja schon. The Fridge. Ich erwarte die ganze Zeit, dass das im Spiegel auftaucht. Was Gruseliges. Einer noch. Bin immer noch keine Blume. Aber war die Decke nie eben zu? It's just a regular suspicious bed now. Aber er hat einen Seitenausgang, komischerweise. Hä? Oh, da ist ein Herz abgebildet. Irgendwie sieht das aus wie Augen mit einem Strohhalm im Mund. Muss ich wohl. Heißt es, dass die Monster-Zombies, Mutationen, Mischmasch-Wesen immer noch hier unten leben? Ich habe einiges gelernt. Sondern?
Entschlossenheit. Okay. Okay, das ist der Grund, warum er oben rumgehangen hat. Vermutlich. Come on, guys. It's time for everyone to go home. Oh. Sind die dann wieder an? Oh, ein Smiley. I've chosen a candidate. I haven't told Esco yet, because I want to surprise him with it. Kandidat, um die Seelen zu fassen. Ich glaube, das haben wir schon gesehen, was passiert. Okay. Ja. Auf zum König.
Das ist absichtlich nicht den Fahrstuhl. Ich wollte nochmal drauf gucken auf die Bilder. Das ist der Raum vom König, ne? Okay, jetzt versteht man das auch. Das ist das Haus, wo der König mit der Königin, dem Sohn, wahrscheinlich auch noch dem Menschenwesen gelebt hat. Und Toriel hat das Ganze nachgebaut oder so. Ein bisschen wie eine Ferienwohnung. Stille. Wir nähern uns dem Ende. Again. As always. So, ich gehe nochmal hier in den Keller gucken, ob die Seelen noch da sind. Mal schauen, ob ich mich noch erinnere, was ich machen muss. Ich würde vorschlagen, wir machen einen kurzen Stopp, damit die Episode nicht allzu lang wird. Und sind dann aber sofort wieder da. Bis gleich.